Ich bin ein Gamer, weil Gaming mir unheimlich viele Möglichkeiten bietet. Ich bin eine Gamerin, weil ich einfach denke, dass Videospiele eine schöne Kombination aus den Geschichten von Büchern und dem Audiovisuellen vom Film sind. Boah, es ist schon ein bisschen süß. Weil es einfach Spaß macht, mit anderen Leuten zu spielen. Ach, das geht schon. Oh Gott! Ich bin eine Gamerin, weil ich Spiele liebe. Weil ich Spaß habe, neue Dinge zu erleben. Ich bin eine Gamerin, weil ich schon immer Leidenschaft für das Spielen hatte. Nein. Ich bin ein Gamer, weil Computerspiele mich eigentlich jeden Tag in neue Welten entführen können. Ja, ist natürlich jetzt dumm. Ich wollte eigentlich nur noch dem Scheiß tauchen, weil hört das ja gleich auf. Ich bin krank. Ich bin original krank, aber warum? Ja, ich bin Gamer. Ich bin natürlich süchtig nach Computerspielen, sonst würde ich es nicht tun. Ob Sucht, ja, eine Sucht ist immer ein übertriebenes Maß. Ja, doch, muss man wahrscheinlich so sagen, ja. Weil kein normaler Mensch setzt sich 9 Stunden vor den Computer. Es gab auf jeden Fall auch schon Zeiten, da habe ich dann, wie man das so schön sagt, auch mal die Zeit vergessen. Dann hat man länger gespielt, als man wollte. Oder gerade als ich jünger war, dann liegt man abends im Bett und denkt noch dran, an einer Stelle kann man nicht weiter, wie ist da die richtige Taktik, wie hätte man vorgehen können. Es hat ja einen sehr hohen Reiz, es gibt ganz viele Belohnungsreize, die da drin stecken, die dem Gehirn immer wieder Erfolge quasi suggerieren und immer wieder diese Belohnungschemikalien oder was weiß ich ausschütten. Auf jeden Fall ist es sind ja Gefühle, positive, die da ausgelöst werden und nach denen kann man tatsächlich süchtig werden. Gamer erkennen ist, glaube ich, heutzutage schwierig geworden. Also früher wäre es vielleicht noch gegangen, aber ich denke mal, wenn man heute mal in eine Schulklasse geht und sich da mal umguckt, dann werden alle, also von den Jungs 90%, 95% der 16-jährigen Jungs werden auf jeden Fall Gamer in irgendeiner Form sein. Also ich würde behaupten, das ist teils die Kleidung und teils auch das Verhalten, an das man die Gamer erkennt. Vor allem, weil sie super viele Fanartikel tragen, meistens zu ihren Lieblingsgames. Und auch wenn man jetzt in Gruppen nahe steht und die sich unterhalten und diese Insider-Online-Sprache verwenden, die meistens nicht gängig ist, dann weiß man Bescheid, aha, okay, das muss ein Gamer sein. Nein, also ich würde sagen, den typischen Gamer kann man erkennen, wenn ich jetzt zum Beispiel in die Einkaufszone gehe und auf ihn, sie oder sie tippe, dann habe ich wahrscheinlich 3 oder 4, vielleicht mehr, Gamer getroffen. Und es ist wirklich so, dass fast alle spielen. Wenn jemand vor der Gamescom steht mit einem 3DS in der Hand und irgendwie ein Gamer-Shirt an, dann erkennt man das natürlich schon, aber so im normalen Alltag glaube ich nicht, dass man das erkennen kann. Spiele sind ein sehr großer Teil von mir, einfach weil ich mich dadurch ausdrücken kann und ich kann auch dadurch zeigen, was für ein Typ Mensch ich bin. Ich meine, es wird natürlich von anderen, je nachdem, subjektiv aufgefasst. Ich kann mich dadurch einfach gut ausdrücken und ich fühle mich damit wohl. Ich möchte mich wohlfühlen mit meinen Interessen und auch damit, dass ich Gamer bin. Casual Gamer bezeichnet Leute, die dann so ab und zu mal was auf dem Handy spielen. Also ich spiele schon ziemlich viel. Ich glaube, ich nutze das auch mehr als andere Medien. Ich spiele auch mehr, als dass ich tatsächlich Fernseh gucke. Aber ich kann auch mal gut drauf verzichten. Also ich bin speziellerweise eher so der Core-Gamer, würde man sagen. Das heißt, mich interessieren Spiele, die relativ anspruchsvoll sind. Und ich bin weniger der Typ, der zum Beispiel jetzt Shooter spielt. Kurz die Hände. Ja, wie soll ich den bereichern? Gibt es natürlich aber auch, wie in jeder Szene, die Core-Gamer.
die dann schon sich vielleicht auch gerne mal irgendein Equipment kaufen, so irgendwelche Ausrüstung von ihrem Lieblingshelden aus ihrem Lieblingsspiel und dann auch mal so eine Jacke tragen oder so ein Schwert oder ich weiß nicht. Es gibt ja so eine richtige Rangordnung, auch so eine Einteilung von Gamern. Also ich würde mich jetzt nicht unbedingt als Hardcore-Gamer bezeichnen. Also dafür habe ich einfach nicht genug Zeit. Und das wird mir dann auch, glaube ich, zu langweilig. Also nur das machen. Ich habe ja auch noch Freunde.